Mahlzeit, da sind wir wieder. Jetzt müssen wir das Zapdos. Das Zapdos. Das Gorgler erstmal besiegen. Genau. Das nervt dich jetzt schon. Das Gorgler erstmal niederkuscheln. So, das ging ja schneller. Das ging ja schneller als gedacht. Hallo. So. Das gerne. Start ist wieder normal und schon wieder so fucking Sackgasse. Das Ding ist, die Wege sind leider Wände. Ja. Nimm die Sterne trotzdem mit. Hab ich? Ja, hab ich. Ja, ich gehe hier lang. Bin ich richtig? Ich glaub, nee, da warst du schon. Ja, aber ich muss ja trotzdem irgendeinen Weg gehen, um den jeweils anderen zu nehmen. Aber wir haben noch so ein Georg. Nimm die Steine mit, das kann. Warte. Weg! Lass mich! Da. Minus 15, hast du das gesehen? Ja. Okay. Wir sind da. Ah ne, das ist ein Zwischenspeicherstand. Hä? Geh mal ruhig weiter. Geh mal weiter. Hallo? Möchtest du das Abenteuer speichern? Ja. Speichern fehlgeschlagen. Ja, geil. Dann wartet mal eine Sekunde. Ich hab total vergessen, dass es da auch noch kommt. So, wenn ich jetzt vernünftig geschnitten habe, solltet ihr das nicht gesehen haben. Ich hatte total vergessen, dass es hier eine Zwischenstation gibt. Möchtest du weitergehen? Ja. Ja, weil wie denn auch sonst? Obere Etage. Ach du Scheiße. Scheiße, wie viele Etagen gibt's denn? Oder habe ich ja Bock drauf? Oh, Karl, ich schaff das nicht allein. Ich wollte gerade sagen, Leute, tut mir das jetzt nicht an, ne? So weit und jetzt doch gespeichert. Und dann, so eine Kacke, ne? Aua. Tut mir das nicht an, Alter. Reflektor. Das hab ich total vergessen, dass es noch eine obere Etage noch gibt. Oh, tut mir das nicht an. Aber dafür sind die oberen Etagen eigentlich nicht so viel. Wie viele sind denn das denn? Leider random. Wenn du Glück hast, ist es nach 5 Etagen vorbei. Sicher? Also ich glaube, in der Hauptstory ist das schon festgelegt. So. War ich vergiftet? Ich glaube nicht. Nein, du hast es tatsächlich davor Tente vergiftet. Ach ja. Aber das sieht irgendwie cool aus hier. Das ja, halt die Oberetage. Skorgler. Das ist gut. Mach es platt und nimm die Sachen mit. Wieso mache ich Giftpuder? Weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass es nicht funktioniert. Aber irgendwie hat es funktioniert. Das ist cool. Blub, blub. So. Ah ne, da geht's ja. Ja, genau. So. Nope. Lass dich vom Wasser nicht irritieren. Nee, das meine ich gar nicht. Oh, ich hasse das, wenn die direkt davor stehen, Gift oder Top. Das wäre ja cool. Ja, aber war Skorgler nicht Typ Gift oder ja. So? Warum funktioniert das? Mal gucken, wo dann schon brauchst du nicht gar nicht dann. Ach, vielleicht noch eins! Das ist praktisch mal wieder Giftpuder, weil das ja ne, mehr oder weniger bewährt hat. Wird es auch mal genutzt. Verpuzzel dich hier. Los, zack. So. Ach ja, willst du renn ich runter? Vulkano, wo kommst du denn her? Die Truppi, Torte ist. Wow! Das war Brüller. Das weiß ich, ohne es gesehen, also gelesen zu haben. Scheiße, aua! Dafür habe ich dich vergiftet. So. Oh, das tut weh. Alter, Vulkan. Chill.
Oh Mann, schade. Ausgerechnet dich hätte ich mit im Team gehabt. Mit im Team haben wollen. Das tut mega weh. Oh, Reflektor. Silberblick. Jetzt geht die Scheiße wieder los. Oder auch nicht. Ah, Kavix! Kavix hat aber richtig was gekriegt, oder? Der ist ein Futschlianer. Wie mache ich das? Items? Kann ich ihm das auch geben? Oh, er hat gerade den Belly-Wasser-Ansatz benutzt. Was hat er heute gehabt? Hä? Eigentlich habe ich ihm das weggenommen und habe ihm die Sinnelbeere gegeben. Anscheinend musst du allgemein den Belebersamen in der Tasche haben, allgemein. Mann, warum habe ich dann so viel auf der Bank? Ist ja voll der Rotz. Da komme ich nicht weiter. Aber das hätte ich jetzt mal eher wissen sollen. So. Ich würde denen das auch zutrauen, dass aus dem Wasser plötzlich so ein Quappo springt. Ach, wo er ist. Ich habe noch einen nach oben. In der Hoffnung, dass Kasix. Was? Meine Fresse, ey! Kasix! Das geht eigentlich nicht. Oh Gott, das tut weh. Pillig. Hat sich auch mega auf Kasix fixiert, wa? Ja, Kasix. Lebensbedrohlich. Ja, meine 17. Boah, das ist mega. Jetzt hat er das Item seine Level gefunden. Ja. Jetzt kannst du laufen. Ja, jetzt, ich habe noch eine Sinnelbeere, die gebe ich dann jetzt ihm. So, und jetzt können wir weiter. Genau. Attacke Rasierblatt. Das Wandkrit, hast du das gesehen? Oh meine Fresse, ey. Warum bin ich nicht gleich runtergegangen? Berggipfel 2. Gleich die Treppe. Oh, du! Du Wichser! Du weißt, dass ich dahin will, ne? Mich zu paralysieren, mach den Weg frei, Alter. Die Volksbank. Er ist nicht die Volksbank, Diana. Ja, wir machen den Weg frei. Los! Geh weg! Er ist weg. Mach die Kacke, Mann. Oh. Weiter. Wir sind da. Nee. Wir sind am Gipfel angekommen. Drei Etagen. Hey, Zapdos, wo bist du? Wir sind hier, um Tengolis zu retten. Komm schon! Großes Maul, mein Wasser-Pokémon. Ja! Ich habe euch gewarnt. Mit Eindringlingen kenne ich keine Gnade. Ich hab überhaupt keine Angst. Nö. Ich simuliere hier nur ein Erdbeben. Hey, Zapdos! Lass Tengolist frei! Großes Maul, den Wasser-Pokémon. Wir sind ein Pokémon-Retter-Team. Ja. Ich höre große Entschlossenheit aus euren Worten. Also stellt euch meinen enormen und gerechten Zorn. So. Schwesterchen. Jetzt geht's los. Alles gut. Ja, mach doch mein Handy kaputt. Easy going. No. Der ist paralysiert. Der hat Donnerwelle und... Kasix simuliert schon wieder ein Erdbeben. Easy. Was war ich denn? Mhm. Shapewasser. Ja.
Aber guck mal, du bist jetzt wieder da gelandet. Gott sei Dank. Es lief nicht so, wie wir gehofft hatten. Es kann nicht mehr weit sein. Lass uns unser Bestes geben. Sprach er und schlotterte. Aber guck mal, wir haben nicht alles verloren. Das Wichtigste ist uns geblieben. Ich möchte aber trotzdem laden. Das wird zwar wieder ein langer Weg, aber... Das werden wir aber schneiden. Und dann werden wir, wenn wir gewonnen haben, das werden wir dann einschneiden und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Bis dann! Rasier dich am Monat, Komm schon, stimmt doch einfach! Grad mal wegen mich an, aber lass Kavik in Ruhe. Stopp schon! Ja, Mann! Juhu! Ich erreiche Level 17! Alter Falter! So, Schwesterchen! Das war eine Tortur! Ich glaube, dreimal haben wir jetzt gebraucht, ne? Das war jetzt der dritte Anlauf jetzt. Drei Anläufe? Huch! Da hat sich glatt die Maus eingeschlichen. Raus mit dir! Au! Welch Ironie! Wir haben drei Anläufe gebraucht für drei Etagen. Passt doch! Alle guten Dinge sind drei. Weißt du doch. Gedreifacht, gedreifacht. So, jetzt werde ich aber nochmal, ne? Schnell einen Schluck trinken und dann. Los geht's. Reich Level 4, 17. Aber eigentlich war das nachher mehr Glück als Verstand. So, das und das und das. Und das und das und das und das. Ha! Glück gehabt. Ah! Was geschieht hier? Ah! Willst du noch mehr? Komm nur her! Genug! Der Kampf hat lange genug gedauert. Ich habe mich beruhigt. Nimm Tengulist mit. Ihr Kinder, ihr habt mich beeindruckt. Aber das nächste Mal wird es nicht so einfach werden. Ich werde mich dann nicht mehr zurückhalten. Seid gewappnet, als ob du dich zurückgehalten hast. Bis dahin solltet ihr an euren Fähigkeiten arbeiten und trainieren. Hallo Dicker, wir haben dich zum dritten Mal versucht zu besiegen. Okay, dann trainieren wir eben so hart, dass wir dich beim nächsten Mal gleich one-hitten. Tengulist! Seht mal, da ist Tengulist. Ist das in Ordnung? Nein, es geht dir super. Au, ja doch. So, einigermaßen. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Lügner. Das war spektakulär, dass ihr Zapdos betrieben habt. Jawohl. Für ein schlechtes Indivier bist du äußerst stark. Bist du bescheuert? Das steht für ein schlichtes. Schlichtes, nicht für ein schlechtes. Für ein schlichtes Indivier. Entschuldigung. Schlechtes. Das hast du mit Absicht gemacht! Ich kann nicht lesen, wenn ich lachen muss. Das ist mir doch egal. Ich habe es bereits für unsere ersten Begegnungen. Du mich auch. Ich hab's auch gespürt. Vielleicht bist du kein Pokémon. Ist es nicht so? Wow! Wie kommst du denn da drauf? Aber du hast recht! Diana ist kein Pokémon! Oh, du Körpermaul! Was hat die dir denn das Maul zu tackern? Echt mal, Diana ist ein Mensch. Was? Ein Mensch? Oh Gott, die Augen! Ja! Ist das möglich? Kann es etwas überhaupt passieren? Diana kann es sich auch nicht erklären. Bist du ein Hydrophil? Klappermaul! Diana wachte eines Morgens als Pokémon auf und
erinnert sich überhaupt nicht mehr daran, wie er es als Mensch war. Oh, warte mal. Lumbrero hat damals am Pokémon-Platz etwas erwähnt. Er sagte, Simsala wüsste alles. Und ob es Tengulitz gut geht. Simsala, hast du eine Ahnung, warum Diana zu einem Pokémon wurde? Nö. Nein. Na, warum auch? Das ist mir nicht bekannt. Oh. Ich dachte, du würdest es wissen. Jedoch, es gibt einen Weg, die Wahrheit ins Licht zu bringen. Oh ja, welches denn? Alter. Chill. Friss weniger Drogen. Begebt euch auf die Reise zum Berg der Vorzeit. Dort lebt ein Pokémon, das stets in den Himmel blickt. Ein Pokémon, von dem es heißt, es könnte in die Zukunft sehen. Xatu ist sein Name. Er sollte Licht in die Angelegenheit deines rätselhaften Freundes bringen können. In Ordnung, lasst uns zu Xatu gehen. Was für ein Satz. Aua. Gehen wir, Diane, auf zum Berg der Vorzeit. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns schnell zurückgehen. Tengulist, komm. Beeilen wir uns. Ja. Ich schätze, das sollten wir tun. Diana? Jetzt steht hier, ich steh dir nicht so rum. Lass uns nach Hause gehen. Das wird noch Konsequenzen haben für sein Blubbermaul. Das glaube ich auch. Simsala? Ich kenne dich jetzt lange genug. Das war doch noch nicht alles. Du weißt mehr darüber, nicht wahr? Es gibt etwas, was mich beunruhigt. Doch im Augenblick wollen wir davon schweigen. Nur damit wir die Probleme nicht aussprechen müssen, werden es keine geben. Um ihretwillen. Willst du sagen, du bist mein Vater? Ich glaube nicht. Erzähl mir jetzt nicht, du bist mein Vater. Das glaube ich nicht. Bitte nicht. Ich glaube nicht, dass das Schlimmste ist. Ja, doch. Simsala als Vater, so allwissend. Ein IQ von 3000? Nee, danke, ich verzichte. Aber wir sagen beim nächsten Mal, am nächsten Morgen. Ne? Daher, bis zum nächsten Morgen. Tschüssi! Tschüssi.